Die Ordnung einer Reaktion bestimmt, wie empfindlich die Geschwindigkeit auf Änderungen der Konzentration reagiert. Bei einer Reaktion nullter Ordnung haben wir überhaupt keine Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Konzentration. Bei einer Reaktion erster Ordnung ist die Geschwindigkeit proportional zur Konzentration und bei einer Reaktion zweiter Ordnung reagiert die Reaktion sehr sensibel. Der Zerfall von NO2 wurde experimentell untersucht. Man stellte fest, dass die Konzentration des NO2 in einer Art und Weise abnahm, dass die Halbwertszeit immer länger wurde. Eine quantitative Untersuchung ergab, dass das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz R gleich K mal Konzentration hoch 2 lautete. Wir haben hier eine klassische Reaktion zweiter Ordnung vor uns. Wenn die Konzentration auf die Hälfte absinkt, sinkt die Geschwindigkeit auf ein Viertel ab. Wenn die Konzentration auf ein Drittel absinkt, sinkt die Geschwindigkeit auf ein Neuntel ab. Ein Beispiel für eine Reaktion zweiter Ordnung mit zwei Edukten ist eine SN2-Reaktion, eine nukleophile Substitution zweiter Ordnung, etwa die Reaktion Methylbromid und Hydroxidion. Wenn ich beide Eduktkonzentrationen verdopple, erhöhe ich die Reaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 4. Eine im Labor oft durchgeführte Musterreaktion zweiter Ordnung ist die Esterspaltung mit Natronlauge. Hier können wir den Reaktionsverlauf durch eine konduktometrische Messung sehr gut verfolgen. Beachten Sie, dass die Einheit der Reaktionsgeschwindigkeit hier Liter pro Mol durch Minute ist. Das Geschwindigkeitsgesetz ist eine Differentialgleichung. Für den einfachen Fall einer Reaktion zweiter Ordnung könnten wir das integrieren und erhalten als integriertes Geschwindigkeitsgesetz den Zusammenhang zwischen A und T in der Form, dass A gleich A0 durch 1 plus A0 mal K2 mal T ist. Wir erhalten eine Halbwertszeit, die nicht konstant ist, sondern mit fortschreitender Reaktion immer länger wird. Diese Gesetze gelten für eine Reaktion zweiter Ordnung, wenn wir nur ein Edukt haben. Diese Gesetze gelten aber auch für eine Reaktion zweiter Ordnung mit zwei Edukten, wenn wir stöchiometrisch arbeiten. Wenn wir eine Reaktion mit Gesamtordnung 2 und 2 Edukten untersuchen und nicht stöchiometrisch arbeiten, wird das integrierte Geschwindigkeitsgesetz etwas komplizierter. Wir erhalten dann die Gleichung K2 mal T ist 1 durch A0 minus B0 mal ln AB0 durch A0B. Für die Herleitung dieser Gleichung verweise ich an die entsprechenden physikalisch-chemischen Lehrbücher. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir eine Partialbruchzerlegung durchführen und dann integrieren. In der folgenden Auftragung sind noch einmal die drei wichtigen Reaktionsordnungen 0, 1 und 2 zusammengestellt. Wenn die Auftragung der Konzentration gegen die Zeit direkt eine Gerade ergibt, haben wir eine Reaktion nullter Ordnung vor uns. Wenn die Auftragung Logarithmuskonzentration gegen die Zeit eine Gerade gibt, haben wir eine Reaktion erster Ordnung vor uns. Und wenn die Auftragung Kehrwert der Konzentration gegen die Zeit eine Gerade gibt, haben wir eine Reaktion zweiter Ordnung vor uns. Nullter Ordnung heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist konstant, lineares integriertes Geschwindigkeitsgesetz, Halbwertszeit wird immer kürzer. Erste Ordnung heißt, Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional zur Konzentration, exponentielles integriertes Geschwindigkeitsgesetz, Halbwertszeit ist konstant. Reaktion zweiter Ordnung heißt, Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional zum Quadrat der Konzentration, wir halten das besagte integrierte Geschwindigkeitsgesetz und die Halbwertszeit wird immer länger. Wenn wir eine Reaktion mit der Gesamtordnung 2 und 2 Edukten haben, haben wir für den Fall der nicht-stöchiometrischen Fahrweise eine etwas kompliziertere Form.